Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit unglaublich krassen Neuigkeiten, denn Fortnite wird das Stretch-Spielen offiziell einschränken, das ist kein April-Scherz und was da genau eingeschränkt wird und alle weiteren Informationen erfahrt ihr hier in diesem Video, also falls ihr neu seid und da nichts mehr verpassen wollt, unbedingt mal kurz ein kostenloses Abo da lassen und da würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Thema und zwar hat Fortnite gestern Abend einen neuen Post veröffentlicht, wo sie so ein bisschen über den aktuellen Stand der Entwicklung im Wettkampfbereich geredet haben und ein Punkt davon war tatsächlich die gestreckte Auflösung, also Stretch-Spielen. Für die Leute, die gar nicht wissen, was das ist, letztendlich ist das einfach nur das Benutzen einer individuellen Custom-Auflösung. Heißt also, man benutzt nicht dieses normale 16:9, sondern man stellt in den Fortnite-Settings, in den Dateien, eine eigene Auflösung ein, wodurch man ein höheres Sichtfeld bekommt, ein höheres FOV bekommt, was halt vor allen Dingen in Buildfights ein ziemlicher Vorteil sein kann, wenn du halt einfach einen größeren Sichtbereich hast. Und das konnte man bisher ohne Probleme machen. Das war auch vollkommen geduldet von Fortnite, da hat Fortnite nichts gesagt. Dementsprechend haben auf PC das unglaublich viele Leute verwendet, also so ziemlich alle Profispieler sind da inzwischen drauf umgestiegen, weil es halt einfach doch schon einen kleinen Vorteil gibt und gerade wenn es da um enorme Preisgelder bis zu 1 Million Euro geht, will man natürlich jeden minimalen Vorteil noch nutzen können und dementsprechend ja, sind ganz, ganz viele Leute jetzt umgestiegen, ihr habt das sicherlich schon mal gesehen, das Stretch-Sichtfeld dann ist alles so ein bisschen verzerrter, alles so ein bisschen breiter und jetzt hat Fortnite entschieden, dass sie das nicht in der Profi-Szene haben wollen, dass sie das also verbieten werden. Und zwar werden sie es zukünftig, und das ist jetzt quasi die Hammer-Neuerung, werden sie es zukünftig in allen Wettkampfbereichen, also zum Beispiel Arena-Modi, Profi-Turnieren, kleineren Turnieren, komplett verbieten. Heißt also, in all den Arena- und Turnier-Modi wird in Zukunft das Seitenverhältnis und damit auch das vertikale Sichtfeld auf 16:9 beschränkt sein. Das heißt, man kann dort dann nichts anderes mehr auswählen und das bedeutet quasi ja das Aus von Stretch. Denn all die Pro-Spieler werden natürlich, wenn sie in den Wettkampf-Modi kein Stretch benutzen können, in den normalen Modi jetzt nicht mit Stretch trainieren, das wäre ja sinnlos, weil durch die leicht andere Auflösung ändert sich auch ein bisschen die Sensitivity und da jedes Mal sich wieder dran zu gewöhnen, wäre ja natürlich eher ein Killer für den Skill und das ist natürlich eine unglaublich krasse Einschränkung. Fortnite versucht es zwar so ein bisschen zu verkaufen wie, ja, in den anderen Modi ist es komplett anpassbar, aber um ehrlich zu sein, wer würde jetzt jedes Mal wechseln? Das wird, denke ich mal, niemand machen und dementsprechend wird das jetzt wahrscheinlich das Ende von Stretch sein, so wie wir es kennen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das Ganze fairheitsbedingt machen wollen, dass halt alle wirklich, sage ich mal, dieselben Ausgangsbedingungen haben. Vielleicht wollen sie auch, dass das Zuschauen in solchen Turniermodi angenehmer ist, also auf Twitch und sonst wo wird natürlich dann immer aktuell in Stretch gespielt und das Zuschauen in solchen Streams ist für, denke ich mal, die meisten eher so ein bisschen unangenehmer. Vielleicht ist das nochmal so ein Entscheidungsgrund gewesen, weshalb sie das jetzt halt verbieten werden. Das Ganze wird wahrscheinlich auch schon mit dem nächsten Update live gehen, was natürlich für Profispieler jetzt besonders schlimm ist, denn der World Cup steht ja jetzt bald an und ganz viele Leute haben halt auf Stretch trainiert, Wochen und Monate lang jetzt auf Stretch nur only trainiert. Die müssen sich wieder komplett umgewöhnen, also wenn die jetzt im Wettkampf mitspielen wollen, müssen sie jetzt wieder auf 16:9 rüber switchen, auf das normale Sichtfeld und das ist natürlich jetzt echt scheiße, dass das, sag ich mal, so spät erst vor dem World Cup, so knapp vor dem World Cup erst angekündigt wird, dass man nicht auf Stretch spielen kann. Das ist halt für wirklich wettkampforientierte Leute echt eine riesige Einschränkung, Seitenhieb von Fortnite. Ich denke mal halt, dass jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich alle Leute dann wegswitchen werden von Fortnite wieder zu den, ja, normalen Auflösungen hin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Stretched auch verwendet habt und wie ihr das generell findet, dass jetzt halt Stretched wirklich in den Wettkampfmodi verboten wird. Würde mich mal interessieren, wie viele von euch da wirklich halt Stretched spielen und wie ihr das so findet. Ich denke mal, viele Leute werden es auch gut finden, halt so fairnessmäßig, gerade wenn man auf der PlayStation zum Beispiel gespielt hat. Da konnte man ja nicht wirklich Stretched spielen, da konnte man zwar die Auflösung ändern, aber das hat halt nicht das Sichtfeld vergrößert. Dementsprechend, ja, fairnessmäßig ist das auf jeden Fall verständlich, aber dass sie das jetzt erst so kurz vor dem World Cup ankündigen, ist natürlich echt jetzt nicht besonders schön für die ganzen Profispieler. Ja, das sind jetzt auf jeden Fall ziemlich krasse Änderungen. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Stretch jetzt verboten wird. Hier auch nochmal der Shop von heute, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Wir haben heute einen ziemlich geilen neuen Skin drin, und zwar den Kaktus-Skin. Falls ihr den haben wollt, ich verschenke heute wieder 1000 V-Bucks an euch. Also wenn ihr die V-Bucks hier haben wollt, dann müsst ihr einfach nur kurz ein Abo da lassen, also kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken, dem Video hier einen Daumen nach oben geben und einen Hashtag Kaktus in euren Kommentar reinschreiben, den ihr jetzt gerne mal zum Stretch-Thema macht. Ja, genau. Also schreibt es kurz in die Kommentare, lasst ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Support und dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. News kommen wieder hier jeden Tag und jeden Morgen natürlich der Daily Shop. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.